Servus Leute, zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Legends. Wir haben das letzte Mal versagt. So, und machen das jetzt am besten besser. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Mönch ist es wieder mal. Mönch war gut und wir wollen endlich Rang 1 in der Solo-Arena schaffen. Zufälligerweise habe ich auch eine Mönch-Quest. Hier kommt der Mönch! Ja, gute Klasse. Mann. So, der Mönch. Schauen wir mal. Sturmangriff durchbrechen. Sturmangriff ist wahrscheinlich besser, oder? Nein, die ist gut. Sobald ich die meisten Kreaturen... Das habe ich häufig. Removal-Karte. Was haben wir hier? Dwemeris-Zeug. Ich könnte eine 6-6 damit bekommen. Wenn ich doch wüsste, dass ich Unterstützung habe, dann wäre das ziemlich mächtig. Khajiit. Außerdem ist ein Khajiit. Ich will ein Khajiit-Deck. Ich glaube, das Dwemer-Rüstzeug ist da am besten. Gut. Hinrichten, kleiner Removal. Karten ziehen. Dieb ist super. Wird nicht triggern. Entzug ist lebensnotwendig. Wenn sich eine Verbündete kreiert, jeder Brei befindet. Grubenlöwe. Trübwasserschamane. Muss. Absolut. Hallo? Super Karte. Dann nehmen wir mal einen großen Blocker. Die ist super. Du bist ganz okay. Noch ein Paladin. Late Game, jetzt brauchen wir ein bisschen Early Game. Der ist nicht schlecht. Das wird nicht passieren. Aber ziehe eine Karte. 1-2, ziehe eine Karte. Das ist das Beste, was ich hier kriegen kann. Oh ja, Dieb. Dieb ist gut. Khajiit sind gut. Was will denn... Ich glaube, die kam schon dreimal. Die kam jetzt auch mehrmals. Die will ich nicht. An Todesstoß nehme ich aber gerne. Legionspräfekt, gerne. Late Game, jetzt brauche ich weiterhin Early Game. Oh, da kann man echt ein Value draus generieren. Ja. Trübwasser-Goblin. Sie kostet 0. Ist schon nicht schlecht, aber... Ich glaube, eine 7-5 ist da besser. So, was haben wir hier? Wenn du eine andere Kreatur... Eine grüne Kreatur? Okay, beschwöre... wenn du mehr Gesundheit... spielst 5 weniger. Ich glaube, der war nicht schlecht. Den haben wir schon mal gespielt. Der war nicht schlecht. Wirklich. Das gefräßige Krokodil. Ja, tödlicher Blocker. Ja, jetzt kommt das Early Game. Wir brauchen mehr. Oh, du darfst ja mehrmals angreifen. Wobei, Entzug und Prophezeiung ist auch nicht schlecht. Ich glaube, in diesem Fall ist die besser. Ja. Okay, so ein Wächter. Wächter nehmen wir gerne. Das ist eine schöne Early Game Karte. Das ist eine schöne Removal Karte. Das ist eine super Buff-Karte, aber das ist eine sehr starke. Die ist auch nicht schlecht. Aber wir nehmen weiterhin Zug. Okay, viel Leben. Wir können einiges überstehen und probieren es gleich mal gegen die Massen hier. Öffnet die Tore! Willensbrecher. Okay. Zusätzliche Macht für alle! Zusätzliche Magika und Wächter hier erhalten. +1/+1. So viele Wächter habe ich nicht. Schade. Es ist eine Curve. Okay, es ist eine Curve. Oh, es ist eine bessere Curve. Wir tanzen in den Flammen. Einer anderen. Schade, einer anderen. Oh, gut.
ist die falsche. Eure Befehle. Doch nicht die falsche Reihe. Mein Gegner, der geht gleich mal all in. Die ist gut, die ist gut. Die Ausbildung ist Blut vorbei. Und Dornen. Zeit zu kämpfen. Die ist recht brauchbar. Was passiert jetzt? Jetzt wird's hässlich. Erstmal passiert nichts, gut. Zu Befehl. Oh, shit. Aha. Oh, ja. Rettet mich aber erst im nächsten Zug, leider. Leider erst im nächsten... Oh, ja, genau. Wenn in diesem Zug eine Kreatur getötet wurde. Mhm. Das passiert. Ihr könnt mich nicht besiegen. Oh. Blut und jetzt Dornen. Muss er eigentlich die 4-1 reinrennen lassen. Und dann kommt er durch dringende Sperren und macht den platt. Bleibt standhaft, Brüder. Ich bleibe bei meiner Meinung. Oh, oder der geht all in. Oh, auch eine Möglichkeit. Ab in die Bresche. Lecker juicy. Todesstoß. Das sind Optionen, die ich jetzt habe. Das sind richtig, gute Optionen. Der wurde noch stärker. Noch mehr Leben heißt das. Gut, Stabilizing heißt das. Im Endeffekt. Die werde ich auf jeden Fall spielen. Dann rennst du mal hier rein. Du rennst hier rein. Du killst die, heilst mich dabei und ich lasse ihn keine Karten ziehen. Wir buffen nämlich gerade so gut. Ah, oh, schade. Ich höre und gehorche. Die Monde geben dieser hier Kraft. Das ist irrelevant, was sie dir geben. Ah, die Rüstung wäre schon ziemlich geil. Ah, ich habe leider bloß... Na gut. Irrelevant, was da auf der linken Seite ist. Zu Befehl! Ihr seid gewarnt. Regen. Ah, ja, auch stimmt, das plus eins bis... Da habe ich ein Ziel. Oder? Geht das? Ja, das geht. Schaurus-Schnitte und einen Fluch. Den Todesstoß kann ich im nächsten Zug hierfür verwenden. Ansonsten muss ich jetzt warten. Mit unserem Dienst ehren wir Kühne. Ab in die Bresche. Oh, shit. Ich bräuchte Leben. Dringend. Eure Befehle? Oh Mann, ich verliere das Spiel, weil ich kein... Oh, ein Wächter. Ein Wächter ist auch gut. Okay, als erstes den Todesstoß auf den. Das passiert immer. Wächter, ja. Oh, das ist ja... Der wird ja auch zum Wächter. Ah, doch. Oder? Folgt einfach der Blutspur. Ja, auch ein Wächter. Dann machen wir den so platt. Nein, wollte ich da eigentlich nicht hinspielen. Na gut. Und jetzt müssen wir es nur noch einmal überleben. Dann habe ich stabilized. Hundis, okay. Ich höre und gehorche. Genau, hört und gehorcht und sterbt dabei. Jetzt habe ich das Problem auf der rechten Seite. Dass ich da keinen Platz habe. Moment, 13, 15, 21. Rein theoretisch habe ich gewonnen. Natürlich nur rein theoretisch. Natürlich passiert irgendwas. Unserem Dienst ehren wir Kühne. Okay, das ist gut, weil dann habe ich hier Platz für eine Kreatur, nämlich den Tiger. Na, lieber sollte ich erstmal so spielen. Das ist euer Untergang. Euer Untergang?
töten. Und ich habe gewonnen. Mit Wemer Rüstung auf sie. Und GG. Knappes Ding. Ah ja, prophezeien auch so ein Quest. Und durchbrechen immer noch, glaube ich. Ja! Oh, das sind gute, das sind echt gute. Ah, vernichte alle Kreaturen in einer Reihe. Superkarte. Superkarte. Eine 6-6 ist eigentlich ein Single-Target-Removal. Mit guten... Das sind alles drei klasse Karten. Im Moment würde ich... Ja, was bringt mir am meisten normalerweise? Eine schnelle 1er-Karte? Eine super Late-Game-Karte? Oder ein Massen-Removal? Jetzt im letzten Spiel... Na, da hat mir der Blocker schon was gebracht. Ich glaube, eine super Late-Game-Karte. Okay. Der Herausforderer triumphiert. Was kommt als nächstes? Finden wir es heraus. Nehmen wir den anderen Solo-Gegner. Sollte interessant das wird werden. Einer wieder sein, der viele Angriffe hat, viele Durchbrechen, viele große, starke Kreaturen. Schauen wir mal. In diesem Kampf werden wir sicher ein paar mächtige Kracher sehen. Okay. Die Karte kann ich nicht gebrauchen. Also, das war das Wächter und hier Angriff. Karten. Okay. Okay, kann ich mitleben. Kann ich beide blocken. Ah, dich will ich eigentlich nicht sehen. Warte auf Befehle. Schön. Der Gegner macht nichts. Ich mach auch nichts. Ich höre. Ach doch, ich mach natürlich was. Eine Kreatur ist gestorben, also spiele ich was. Was? Ja, sie hat 8 Kosten 5 oder mehr. Zeit nicht für den Kampf. Der Kiff. Ach, verflucht. Talos! Ah, Mist. Der macht mir zu viel Schaden, deswegen müssen wir erstmal angreifen. Deswegen muss ich leider den reinrennen lassen. Was? Ach so, geht nicht. Ja, da war was. Nein! Der kann die töten. Oh, ich kann mich wieder heilen. Oh, der tötet sie nicht. Oh, schön. Todesstoß. Leider nicht machbar. Ah, das ist auch eine super Option. Gemeinsam für Reach. Da kann ich mir Velios daraus ziehen. Wir müssen ihn einfach schneller überrennen, als er mich überrennt. Und da kriegt er selbst auch noch Schaden. Kommt und wärmt euch auf. Okay, das ist in Ordnung. Ich bin zu allem das bereit. Ist wieder blöd. Für Glanz und Ehre. Ja, ich habe einen Removal. Gut. Und ich habe Möglichkeiten, Leben zu generieren. Geht zurück, wo ihr herkommt. Wir überrennen ihn. Dieser Tag ist unser. Ja, was? Ja! Dieser Tag ist unser. Ich habe gewonnen. Das war easy. Den haben wir überrannt. Sieger gebührt der Lohn. Held von Anvil. Nee, wir nehmen hier so einen mörderischen Hunger. Gegnerische Kreatur, ja. Entzug mit Leben, guten Angriff und sowas.
Achso, du kommst mir komplett neu vor, also wirst du stark sein. Ein weiterer Schritt hin zum ultimativen Ruhm. Die sind relativ bekannt, die sind schon seltener, glaube ich. Deswegen gehen wir mal auf den. Seid ihr bereit für ein Blutbad? Na hoffentlich, Kamlon Schinder. Also Krieg ist die reinste Unterhaltung. Unterhaltung, ja. Nee, ich brauche Early Game. Okay, man macht hier Schaden dem Gegner. Interessant. Ihr macht mir keine Angst, Feiger Skeva. Ich verstehe, auf was das Deck dann basiert. Ist es worth? Ja, es ist worth. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Die macht, glaube ich, ganz gut Schaden. Ihr braucht jetzt einen starken Arm. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Oh, oh, das ist gut. Gleich mal hinzu. Ach, Moment. Der ist ja gar nicht geschützt. So ein Mist. Oh, shit. Der ist geschützt. Fordert mich nicht heraus! Oh, perfekt. Was für ein Zufall aber auch. Das war die perfekte Karte jetzt. Erstmal so und danach... Auf sich selbst, bitte, weil der ist mir zu kostbar. Gut. Gebt mir eine Klinge und eine weiche Kehle. Ganz ehrlich, da kann ich jetzt richtig Value rausholen. Aber erst greifen wir an. Schaut euch das jetzt an. Ballern. Ich bringe Verstärkung. Wenn du eine kostet, die nächste Karte, die du in diesem Zug ausspielst. Also ich muss sie ausspielen. Ja, gerne. Der Vorteil, den ich daraus generiere, ist einfach ich zu gut. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem die Stiefel. Mit ihren Ersatzklingen. Ist das nicht herrlich? Oh, und Fesseln auch noch. Böse Hexe. Oh, super. Den Senche-Tiger. Freunde nennen ihn solchen Tiger. Ihr macht mir keine Angst, feiger Skeber. Jawohl, das ist zu schwach. Zu schwach. Ihr braucht jetzt einen starken Arm. Das braucht ihr wirklich. Okay, das ist ein starker Arm, da hast du recht. Ah ja, das geht da. Ja, der geht. Aber zum Glück kann er nicht an. Ja, hau alles raus. Oh, kann man schon machen. Mehr könnt ihr nicht? Mehr kannst du nicht? Ich kann ihn sogar töten, wenn es notwendig wäre. Ist es aber nicht. Yes! Oh ja, der Mönch geht jetzt wieder ab. Der Mönch ist gut. Viel Entzug, viele Taunts, viele Removal. Gut, Kombination. Wer kämpft an der Seite des Herausforderers? Noch eine tödliche. Wobei, die 4-4 wäre auch nicht schlecht gewesen. Wäre ähnlich wie eine tödliche gewesen. Der Herausforderer triumphiert. Was kommt als nächstes? Finden wir es heraus? Jawohl, aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.